begrüße Sie alle recht herzlich zu diesem Intensivseminar. Mein Name ist Nadine Bukowski und ich begleite Sie heute durch dieses Seminar. Wir sprechen heute über den Nachweis von Borrelien im Dunkelfeld-Blutmikroskop und es wird auch um therapeutische Schlussfolgerungen gehen. Zum Ablauf dieses Seminars. Ich beginne mit der Geschichte der Spirocheten und wir werden uns so durch die Jahre arbeiten von 1838 bis 2016. Dann sprechen wir über die morphologischen Unterschiede von Treponema, Leptospira und Borrelia, die ja alle zu den Spirocheten gehören. Es wird um den schematischen Querschnitt von Borrelien gehen oder explizit um den Querschnitt von Borrelia burgdorferi. Denn damit erkennen wir dann auch, wo welche Proteine sitzen. Dann geht es um die verschiedenen Teilungsformen. Und zwar gibt es da eine Querteilung, eine fragmentierte und segmentierte Teilung. Die gehören zu den Querteilungen. Es geht um die Längsteilung und ob es die überhaupt gibt. Längsteilung im Fachjargon dann auch Longitudinalteilung genannt. Es wird um kokoide Formen geben, also kugelförmige Spirocheten. Wir sprechen über den Pleomorphismus, also ob es eine vielgestaltige Lebensform überhaupt gibt. Dann spreche ich über Spirocheten, die intrazellulär oder auch intraerythrozytär zu finden sind. Es geht um die Neuroborreliose und ob es da einen Zusammenhang zum Beispiel mit Zinkvögeln gibt. Ja, dann erzähle ich ein bisschen was über Zecken, die etwas auf Vögel übertragen. Ja, und ansonsten machen wir noch ein paar Beispiele und ich versuche ein bisschen zu erklären, auf welche Dinge man bei der Dunkelfeldmikroskopie achten sollte. Fallbeispiele kommen dann auch noch vor. Das sind ein bisschen so eine Art Mini-Studien. Und dann kommen wir zu diesen therapeutischen Schlussfolgerungen. Ja, ich beginne das Seminar so, dass ich erstmal einen ersten Teil mache und hier geht es jetzt erstmal nur um die Geschichte. Und zwar ist es ja so, dass man kann die Borreliose über verschiedene Wege begreifen. Man kann zum Beispiel gucken, und das macht die Wissenschaft sehr stark, man kann gucken, wann wurde welches Symptom entdeckt. Und wann wurde auch zu einem Symptom in der Krankengeschichte zuvor eine Zecke bemerkt? Das ist so das Allgemeine, was läuft. Jetzt geht es ja in diesem Seminar um die Dunkelfeldmikroskopie. Und da interessieren uns in erster Linie nicht unbedingt jetzt die Symptome, sondern vielmehr die Geschichte, wann und wie die Borrelien gefunden und entdeckt wurden. So, und jetzt beginnen wir natürlich erstmal mit dem Oberbegriff Spirocheten. Denn natürlich ganz zu Anfang gab es ja gar nicht die Unterscheidung Borrelia, Treponema, Leptospira, sondern es gab erstmal nur den Begriff Spirochete. Und den hat geprägt Herr Ehrenberg, 1838. Die war nicht humanpathogen, aber es war die erste und deswegen möchte ich sie als erstes nennen. Weiter und jetzt folgen humanpathogene Spirocheten. Der Entdecker der ersten humanpathogenen Spirochete überhaupt war Otto Obermeier. Und das war 1868. Und die hieß dann auch Spirocheta obermeieri. Und diese Spirochete wurde immer wieder im Laufe ihrer Geschichte neu benannt. Heute finden wir sie unter dem Begriff Borrelia recurrentis. Das ist der Erreger des Rückfallfiebers des Menschen. Und 1868, vor allem immer zur Weihnachtszeit, wenn es kalt draußen war und die Menschen sehr nah zusammengerückt sind, dann sind auch die Läuse von einem Menschen zum anderen übergesprungen. Und so kam es zu diesen Epidemien des Rückfallfiebers. Naja, und dann begann Otto Obermeier mit dem Mikroskop zu suchen. Und da hat er auch im Blut, vor allem während des Fieberanfalls, Spirocheten gefunden. Ja. Ein
großes Problem zu der damaligen Zeit war die Syphilis. Und Fritz Richard Schaudin hat dann 1905 die Spirocheta pallida entdeckt. Die nennen wir heute Treponema pallidum. Fritz Richard Schaudin hatte aber auch schon den Begriff Treponema in Erwägung gezogen. Gut. Und vor ihm hatten schon viele sich an dieser Spirochete versucht, haben sie als Luststäbchen und so benannt, entdeckt, meinten also, es wäre ein Stäbchen. Und erst dann hat Fritz Richard Schaudin im Blut, und das war eigentlich ein Tropeninstitut für Protozoenerkrankungen, denn zu der Zeit hat die Spirochete generell erstmal zu den Protozoen gezählt. Fritz Richard Schaudin hat sie entdeckt und zu Anfang mit einem Hellfeldmikroskop, interessanterweise. Später hat er aber doch herausgefunden, mit einem Dunkelfeldmikroskop geht es viel, viel besser. Ja, das ist ein Beispiel, was ich gerne bringe, um mal zu zeigen, welche Längenunterschiede unterschiedlichste Spirochetenforscher zur damaligen Zeit ermittelt haben. Ja, also Fritz Richard Schaudin zusammen mit seinem Kollegen Hoffmann, die haben 6 bis 15 Mikrometer erstmal ermittelt. Zu der Zeit hat man übrigens noch von μ nur gesprochen eigentlich. Also es müsste eigentlich 6 bis 15 μ heißen. Und das wurde hinterher ausgedehnt, das ist auch mal interessant. Wir haben weitergeforscht und festgestellt, ach Mensch, es gibt ja auch noch längere. Und vielleicht haben sie auch das Kulturmedium, was ich vermute, dann geändert. Und das ist ja dann wirklich genau um 10 hochgerechnet worden. Oder sie hatten einen Umrechnungsfehler. Weiß man nicht, aber das sieht man jedenfalls, dass sich sowas schon verändert innerhalb einer Forschergemeinde. Aber es gab dann auch Löwenthal und Wechselmann, die haben sehr kleine Syphilis-Spirocheten nur entdeckt. Dann gab es den Zetnow, der hat sie angegeben mit 4 bis 20. Das ist praktisch so ein bisschen von den beiden, die ich ja vorher vorgestellt habe, von den Forschergruppen. Da hat man praktisch so von 4 bis 20 so. Aber interessant auch, unter Umständen auch das 3- bis 5-fache. Und da meine ich auch, es lag am Kulturmedium. Dann hat Löwy gesagt, das sind Riesenspirocheten, die komplett, wenn er durch das Mikroskop guckt, ich weiß jetzt nicht, welche Auflösung er hatte, aber er hat gesagt, so steht es mal geschrieben, die gehen durch das gesamte Gesichtsfeld. Und wenn wir uns jetzt Zinder angucken, der dann sagte, bis zu 80 μ, heute μ Meter, dann sind wir, das ist länger als ein Bandwurmei. Muss man sich mal vorstellen. Und Arnheim sagt, dass Kulturspirocheten dreimal länger sind als der Durchschnittstyp von 10 bis 15 μ. Und daran sehen wir auch, dass in der Kultur sich etwas verändert hat und dass die Morphologie eben nicht festgeschrieben ist bei Spirocheten. Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie und für mikroskopische Technik. Jetzt könnte man ja sagen, Mensch, vielleicht konnten die alle nicht messen, nicht zählen, nicht rechnen. Nee, das konnten sie. Also es gab sehr gute Zeitschriften für wissenschaftliche Mikroskopie und mikroskopische Technik zum einen. Und wenn man sich anguckt, nehmen wir mal den Herzwurm, so um 1830 entdeckt, die genauen μ-Angaben von damals entsprechen heute genau unseren μ-Meter-Angaben, die wir heute finden. Ja? Heute macht man das ja auf Englisch meistens Micrometers, ja. Aber das ist exakt richtig gemessen. Und das konnten die, und die waren auch gut, überhaupt alles mit Rechnung, Berechnung, kann ich jetzt so immer sagen, das hat eigentlich immer hingehauen. Und dieser ganze wissenschaftliche Betrieb, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber so ein bisschen Zucht und Ordnung war da. Gut, also ich denke, sie konnten messen, aber es war meiner Meinung nach halt immer das Problem, Kulturspirochete oder eben frisch abgenommen, direkt aus dem Blut oder direkt aus der Bauchhöhle, gab es auch Versuche. Und so hatte man immer unterschiedliche Längen, aber man war sich sehr einig über die Dicke, nämlich hauchdünn im Grunde genommen. Also viel dünner übrigens auch als dann Borrelien. Ja, das ist die Syphilis-Spirochete. Sehr, sehr feine, enge Windungen. Erinnern sehr an die
Borrelia burgdorferi in einer Zecken, in einem Zeckenspeichel, in der Zeckenspeicheldrüse. Da findet man auch sehr, sehr kleine, feine Windungen oft. Ja, das ist auch aus der Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie und mikroskopische Technik. Wenn man jetzt genau guckt, sind das die ersten fotografischen Apparaturen. Und das war 1904. Die haben damals auch hervorragende Fotos gemacht. Und wie wir ja eben gesehen haben, ich gehe nochmal zurück, das waren alles Originalfotografien von damals. Also wenn wir uns wirklich mit der Wissenschaft von damals beschäftigen wollen, dann gehen wir einfach auf die alten Fotos. Und die lügen nicht. Gut, das waren also die alten Fotos von der Syphilis-Spirochete. Und wenn man jetzt also guckt, das ist also das Mikroskop. Das wurde dann mit einer speziellen Bogenlampe beleuchtet. Dann wurde noch genau auf irgendeinen Spiegel das Licht gebeugt, gebrochen. Da waren die sehr gut auch drin. Die waren auch sehr in Physik sehr gut. Die konnten sehr gut so Optik berechnen. Und dann ist das also auf dieses, in diesen Lichtstrahlengang in das Mikroskop hineingegangen. Und zu der damaligen Zeit, wenn man so alte Filme guckt, kennt man das ja. Der Fotograf verschwindet hinter so einem schwarzen Tuch und hat immer so ein langes Ziehharmonika-ähnlichen Vorbau. Und genau so ist das auch. Hier oben ist also ganz oben ist also eine lichtempfindliche Platte. Man hatte auch einen externen Auslöser, sage ich mal. Naja, also ein Auslöser, der ein bisschen weiter weg lag. Das ist unten rechts, da steht irgendwie FT dran. Das war der Auslöser, damit man eben nicht wackelt, wenn man das Foto macht. Das ist ja wichtig, gerade beim Mikroskop. Also jede kleine Bewegung hat riesen Auswirkungen, weil es ja vergrößert wird. Ja, okay, also Fotografien konnte man sehr gut schon 1904. Also wir haben ab diesem Zeitpunkt eine sehr gesicherte Datenlage, auch was die Größe der Spirocheten angeht also auch. Also es war ja immer, also es ist ja nicht nur gemalt, gezeichnet und so, es war also exakt gerechnet, exakt fotografiert, exakte Physik zu der damaligen Zeit. Das ist auch nochmal ein Beispiel. Hier liegt das Mikroskop auf der Seite und die Lichtplatte sieht man auf der rechten Seite. Genau. Ja, und weiter in der Geschichte. Das ist ein Italiener, soweit ich weiß, hat aber in vielen Laboren in verschiedenen Ländern gearbeitet. Und der hat dann den Erreger der Frambrösi gefunden. Spirocheten machen sehr gerne Hauterkrankungen. Und die Frambrösi ist die Erdbeerkrankheit praktisch. Da kriegt man so erdbeerartige Pappeln auf der Haut. Spirocheta per tenuis. Ja, so sieht das dann aus. Das ist jetzt ein Bild aus einem damaligen Fachbuch. Und das hat damals erforscht der Bernhard Nocht. Das ist der Namensgeber vom heutigen Tropeninstitut in Hamburg. Das ist ja auch das Bernhard-Nocht-Institut. Ja, und dann haben sie mit Salvarsan Versuche gemacht. Und durch die Salvarsan-Behandlung, also eine Arsen-Verbindung, konnte man halt auch wieder durch die Fotografie sehr gut beweisen, wie man was behandelt hat und welche Erfolge man hatte. Ähnlich auch wie bei der Lepra und so. Ja. Okay, dann gab es noch Uhlenhut, Fromme, Hübner, Reiter. Die haben Spirocheta heterogenes gefunden. Das ist die heutige Leptospirose. Beziehungsweise, wir nennen das heute auch den Morbus Weil. Weil der Morbus Weil, der deutsche Mediziner Adolf Weil, der hat die dann beschrieben und genau erklärt. Ist damals vor allem in der Garnison Hildesheim aufgetreten, diese Erkrankung. Das nannte man dann auch ansteckende Gelbsucht. Es ging sehr auf die Leber. Ja, und so kam das im Grunde genommen, dass man auch dann die Leptospire halt entdeckt hat. Eines der Leptospiren. Man hatte auch schon Leptospiren entdeckt in der Mundhöhle. Wie gesagt, zu der Zeit aber noch, 1915 sind wir jetzt, da hat man auch noch gesagt Spirocheta. Wurde später hinterher alles schön aufgetrennt. Spirocheta dann als Überbegriff und dann nach der Morphologie unterschieden. Und dann hat sich das später nochmal verändert. Ich gehe jetzt mal ein paar Jahre ich gehe schon mal ein bisschen in die heutige Zeit hinein. Also man hat sie erstmal morphologisch unterschieden. Und als man dann Genuntersuchungen konnte, da hat man dann wiederum angefangen, wieder um zu benennen,
Und dann ist man halt nach genetischer, familiärer Zusammengehörigkeit wieder komplett alles neu gemacht. Für die Leute, die mit dem Mikroskop arbeiten, ist natürlich aber immer die Morphologie wichtig und nicht so sehr die Genetik in erster Linie. Ja, das ist jetzt hier ein Beispiel von diesem Erreger, was ich gerade gesagt habe, dieser ansteckenden Gelbsucht. Ich wollte schon ansteckende Lebererkrankung, aber wäre ja auch nicht komplett falsch gewesen. Und das ist also links ist ein Ausstrich der Meerschweinchenleber. Da sieht man sie, also sehr dünne, aber auch relativ ungleich gewunden und auch in der Länge. Sehr ungleich, aber immer gleich, ungefähr gleich dick. Und rechts hat man einen Leberschnitt. Da sieht man sie auch nochmal. Okay, und das war dann auch mit einer Anfärbemethode und natürlich, das ist jetzt hier gezeichnet. Gab es ja auch viel. Was auch nicht falsch ist. Dr. Margarete Zülzer. Dr. Margarete Zülzer ist eines der ersten Spirochetologinnen, also die weibliche Form von Spirochetologin. Also eine weibliche Spirochetenforscherin hat sehr gute Arbeit geleistet. Hier zum Beispiel Sommersemester 1902 als Studentin in Heidelberg und da unten ist die Quelle auch, wo es her ist. Spirocheta icterogenes. Sie hat in der Maus eine Durchschnittslänge von 6 bis 8 Mikrometer. Im Meerschweinchen und in flüssigen Kaninchenserien oder Kaninchenserumkulturen aber ist sie 12 bis 15 und im Eselserum 120 bis 150 Mikrometer. Das heißt, die haben das hineingespritzt, dieses Bakterium wieder rausgeholt. Und jetzt sage ich es mal ein bisschen scherzhaft. Und weil das Kaninchen kürzer ist als ein Esel und der Esel fast 10-mal so lang ist oder so, nein, es ist verrückt, aber der Esel muss irgendwie, vielleicht war es ein diabeteskranker Esel, ich weiß es nicht. Nein, also generell, die werden das gut erforscht haben, das waren wahrscheinlich mehrere Esel. Dennoch muss irgendwas in diesem Tier unterschiedlich sein, dass die eine Spirochete sehr lang werden kann und die andere nicht. Jetzt könnte man sagen, der Esel hat mehr Nährmedium, deswegen wird es länger und das Kaninchen hat weniger Nährmedium. Das muss nicht sein. Im Grunde genommen kann es auch sein, dass das Eselserum irgendwas an der Teilung verhindert. Ja, also dass sie im Kaninchenserum mehr Möglichkeit haben, Abschnürungen am Leib zu machen, die Spirochete, und eher deswegen kürzer bleibt. Oder wiederum, weil die Spirochete vorhat, sich irgendwo hineinzubohren. Wenn sie das vorhat, diese Spirochete sich hineinzubohren, dann muss sie ja auch irgendwie kürzer sein, sie muss irgendwie reinpassen in die Zelle. Ja. Das Medium, in dem sich die Spirocheten befinden, hat aber, wie Margarete Zülzer nachwies, auch einen Einfluss auf die Teilungsintensität. Ja, wie viel sich an einem Spirochetenkörper Teilungen vollziehen. Das kann ja, die kann ja einmal in der Mitte durchgetrennt sein. Sie kann ja aber auch 15 Mal, wie wenn man sich jetzt eine Salami vorstellt, an verschiedenen Stellen, tak, 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 durchgeschnitten werden und dadurch haben wir vielleicht viel mehr Stücke. Und auch der Modus der Querteilung verändert sich je nach Medium. Die Quelle hierfür ist die experimentelle Bakteriologie und die Infektionskrankheiten mit besonderer Berücksichtigung der Immunitätslehre. Ein Lehrbuch für Studierende, Ärzte und Medizinalbeamte von 1922, Seite 792. Okay. Eines der wichtigsten Spirocheten, um den Lebenszyklus von generell Spirocheten zu verstehen, ist jetzt im Grunde genommen unsere Hühnerspirochete. Und die Hühnerspirochete, die gilt jetzt praktisch für uns jetzt erstmal als Modell. Und wir haben Glück, denn der E. Hindel hat das 1912 alles mal für uns schon mal aufgeschrieben. Wie aus einer Spirochete, also die teilt sich und dann werden kleine Kügelchen und dann, wie ja der Willi Burgdorfer das dann nennt, Jungspirocheten aus den Kügelchen werden wieder größere Spirocheten. Kann man alles finden, man muss nur googeln, E. Hindel 1912. Ja, und auch hier
bildet sich am Leib einer Spirochete eine Zystenform heraus. Und wenn ihr ganz im rechten Bereich mal guckt, da seht ihr auch zwei Querteilungen. Gut. Schleifenbildung ist auch, wird auch, das ist so, das ist total typisch, dass sich das Borrelien eine Schleife bilden und dann meistens genau an dieser Knickstelle trennen sie sich danach. Hier nochmal ein Ausschnitt von diesem Ehindel-Lebenszyklus. Borrelie wird immer länger oder Spirochete wird immer länger. Borrelia gallinarum sagt man ja heute, also ist schon eine Borrelie gewesen. Und nur damals halt Spirocheta gallinarum, die Hühnerborrelie und oder Hühnerborreliose als Erkrankung. Und im rechten Bereich sieht man, sie wird im Grunde genommen sehr lang, hat aber schon diese Knickstelle. In der Knickstelle teilt sie sich. Und dann wird das dann immer mehr so von 15 Uhr nach 18 Uhr zerfällt die so in Körnchen. Na gut, und dann bohrt sie sich hier in eine Zelle rein. Das ist jetzt in diesem Fall eine Zeckenzelle. Darin vermehrt sie sich. Und nach oben, so auf 10, 11 Uhr, da kommen dann so Kugelformen plötzlich raus. Und Hantelformen und Zystenformen und Schlauchformen und alle möglichen Arten von Formen. 1915, ja, da gab es halt auch Japaner. Japaner haben zu der Zeit auch sehr viel geforscht. Und auch die haben nochmal eine Leptospirenart, auch zählt zum ansteckenden Gelbfieber. Und oder Gelbsucht. Das hat man damals noch nicht so stark unterschieden. Heute wird das ja sehr unterschieden wegen des Gelbfiebers als Viruserkrankung. Jedenfalls. Da hatten auch die Japaner nochmal eine eigene Leptospire gefunden, zählt aber heute genauso zum Morbus Weil wie alle anderen Leptospiren, die irgendwie mit Icterogenes, Icterohemorrhagica und so weiter. Mag sein, auch dass das gar nicht unterschiedliche Spirocheten waren, das kann ich natürlich jetzt nicht beurteilen. Die haben es damals schon getrennt, weil sie eine unterschiedliche Morphologie gefunden haben. Unterschiedliche Morphologie wiederum kann aber hervorgerufen gewesen sein durch unterschiedliche Medien. Ja, Kuhn und Steiner. Jetzt wird es kompliziert, weil da kommt man immer gerne in den Bereich der Verschwörungstheorie. Kuhn und Steiner haben zu der Zeit zusammengearbeitet, so 1917. In Zeiten des Zweiten Weltkriegs mussten sie sich dann leider trennen, weil der Paul Kuhn Jude war und Herr Steiner mehr so dem NS-Regime, sagt Wikipedia, ob stimmt, weiß man nicht, aber auf jeden Fall Steiner hat dann alleine weitergeforscht und später ist der dann nach Amerika gegangen und da hat er sich nur noch mit Multiple Sklerose beschäftigt. Und darum geht es jetzt im Grunde genommen. Also Kuhn und Steiner wollten herausfinden, ob es eine MS-Spirochete gibt. Und haben auch veröffentlicht dann, es gibt eine MS-Spirochete. Die hieß damals noch Spirocheta agentiensis. Agentinensis, Entschuldigung, Entschuldigung. Also, die hieß unter den beiden so. Die wurde dann nochmal später umbenannt, aber jetzt erstmal hieß sie so. Man hatte das Problem, dass nach dem Ersten Weltkrieg sehr viele Menschen oder sehr viele Soldaten aus den Schützengräben nach Hause kamen und MS-Symptome hatten. Nun haben, also die beiden haben dann geforscht. Es gab aber ein gewisses Bestreben, dass man gesagt hat, wir wollen nicht für Kriegsschäden aufkommen, körperliche Kriegsschäden, das wird uns zu teuer. Und wir erklären die MS jetzt erstmal für eine multifaktorielle Erkrankungsform. So, und weil die halt aus verschiedenen Faktoren sich zusammensetzt, diese Erkrankung, und das, also es liegt ja nicht nur am Schützengraben oder nur an diesem Insektenstich oder was auch immer. Wir sagen, es muss viele Gründe haben, was weiß ich, Ernährung, schlechte Gewohnheiten, man raucht und so weiter und dann irgendwo kriegt man die MS so. Und deswegen hatten es Kuhn und Steiner sehr schwierig mit ihrer Theorie. Ja, und dann habe ich hier mal eine Zusammenfassung gemacht von den ganzen Spirocheten, die man so 1922 dann kannte. Man kannte also Darmschmarotzer im Verdauungstrakt, in verschiedensten Tieren und
Tiergattungen und so. Also im Austerndarm und in Hühnern, in Gänsen, in Enten. Man hat auch im Darm des Menschen welche gefunden. Man hat auch genug in der Mundhöhle des Menschen gefunden und hat die, aber das war zu der damaligen Zeit, man hat sie zu den Darmschmarotzern des Verdauungstraktes oder und des Verdauungstraktes gezählt. Dann gab es noch saprophytische Spirocheten, das sind dann mehr so die im Brackwasser, Sumpfwasser. Da hat dann diese Margarete Zülzer sehr stark dran geforscht und konnte auch in, ja, so in Berlin hat die dann so in den, da gab es ja auch dann eine Kanalisation und natürlich auch, gab ja auch schon fließend Wasser, logischerweise zu der Zeit. Und da hat die dann aber oft auch gewarnt, oh, wir haben jetzt Spirocheten gefunden und so sehen die aus. Genau, also saprophytisch sind es die Fäulnis, ne? Also die Fäulnis-Spirocheten. Dann hatte man Blutparasiten gefunden. Also, also man hat immer schön eingeteilt, ne? Verschiedenste Spirocheten zu diesen Geweben, die sie gerne durchbohren oder wo sie gerne wohnen oder leben und so. Gut, und die Blutparasiten, da gehörte dann halt auch dieses Rückfallfieber zu. Ja, dann gab es Gewebsparasiten, da hat man dann halt erstmal die Syphilis da eingeordnet, aber auch die Syphilis ist sehr verwandt halt mit dieser Frambrosie, mit dieser Erdbeerpappelkrankheit und sieht man ja nun auch auf der Haut, das ist natürlich ein Gewebe. Und Weil'sche Krankheit, dadurch, dass halt die Leber angegriffen, zerfressen wurde, war es halt auch ein Gewebsparasit. Ja, und die Quelle steht drunter, wo ich das her habe. Ja, dann hat der Gabriel Steiner also alleine weitergemacht, ohne den Herrn Kuhn, hat die Spirocheta myeloftera dann, also er hat es dann so benannt, seine MS-Spirochete. Und in Amerika dann, nach dem Zweiten Weltkrieg, hat er immer weiter an MS geforscht und die Amerikaner haben sein ganzes Wissen genutzt auch. Also, wenn in Deutschland heute das, naja, nee, das kann man ja nicht sagen. Also die Leitlinien sind natürlich in Amerika immer noch so, dass es keine MS-Spirochete gibt. Dennoch gab es in dem klinischen Bereich zumindest auch ein gewisses Interesse für diese Spirocheta myeloftera. Und die war halt auch schon nadelförmig. Genau. Und hier habe ich mal einen kleinen Auszug von dem, was er damals gesagt hat. Auf einer Demonstration, also er demonstrierte, also nicht gegen etwas, sondern einfach, das war so eine Art Vortrag, und er zeigte Spirocheten im menschlichen Gehirn. Also wie gesagt, das war 1931. Bei einem solchen Vorgehen zeigt uns eine systematische Untersuchung der Degenerationsformen der Krankheitserreger in den befallenen Geweben des Wirtes immer wieder Verklumpungs- und Einrollungsformen, Ring-, Scheiben-, Köpfchen- und Knöpfchenformen als Untergangszeichen der einzelnen Spirochetenexemplare. Trotz einer gewissen Polymorphie finden wir also immer wieder gleichartige Bilder des Untergangs der Parasiten. Ich bin dem jetzt nicht ganz, also ich finde es toll, dass er das so schön mal niedergesagt und geschrieben, wurde ja auch dann niedergeschrieben, was er gesagt hat. Und das ist sehr, sehr gut, weil wir haben endlich mal einen historischen Beleg dafür, dass auch damals schon diese Ring- und Scheiben- und Köpfchen- und Knöpfchenformen gefunden wurde. Jetzt sagt er aber, das ist ein Zeichen als Untergang des Parasites und der ist, also wenn ich das so richtig deute, meint er ja damit, dass es eigentlich gestorben wäre, dieser Parasit. Das würde ich aber heute nicht mehr so sagen. Also ich würde sagen, er meint Formen, die sich zurückgezogen haben. Da sind wir ja auch ganz schnell bei Demenz, bei diesen ganzen Formen, dann, die man, diese Plaques und diese ganzen Sachen. Aber das heißt nicht, dass die Spirocheten im Gehirn gestorben sind, meine ich. Aber da, ich möchte darauf hinweisen, dass es diese Art von Quellen alle gibt. Jetzt machen wir einen Riesenschritt. Ein Riesenschritt, ich weiß. Jetzt denkt man, hä, eben waren wir noch 1931, jetzt sind wir schon 18, ich sag mal 18 heute, 1982 auf einmal. Jetzt können wir sich fragen, gab es in der ganzen Zeit dazwischen keine Forschung? Doch, die gab es natürlich. Und natürlich hat man auch dann das Raster-Elektronenmikroskop erstmal genutzt, um rauszufinden, auch
Was passiert, wenn Borrelien in Körnchen zerfallen? Hat die also fixiert, hat auch erstmal demonstriert, ja, die zerfallen in diese Körnchen und hat auch ganz genau nochmal in den Säcken gesucht, wo, bei welcher Borrelienart, wo finden wir überhaupt diese Spirochäten in der Zecke? Also was weiß ich, in den Ovarien oder im Verdauungstrakt, in der Speicheldrüse, überall halt. Ne? Da suchte man und beschrieb das dann auch und auch in den Mengen und so. Okay. Die große Geschichte der Spirochäten 1982. Dr. Wilhelm Burgdorfer, der hatte ja seine Doktorarbeit 1951 in Basel, meine ich, was geschrieben und hatte sich von Anfang an schon immer mit diesem Rückfallfieber beschäftigt. Und er hat dann später halt ganz viel sich mit Rickettsien in Zecken beschäftigt und so ist es niedergeschrieben worden. Und beim Suchen des Rocky Mountain Spotted Fevers, da hat er dann plötzlich auch den Fall gelöst. Ziemlich schnell, er hat ziemlich schnell dann veröffentlicht, nach kurzer Zeit, oh, ich habe die Spirochäte gefunden, die das Erythema migrans macht und die diese ganzen Gelenksentzündungen macht. Kommen wir zur morphologischen Unterscheidung von Borrelien, Treponema und Leptospira. Also jetzt rein nach klassischer Schulbuchmeinung ist es so, dass Borrelien nicht so gleichmäßig gewunden sind und vor allen Dingen auch dicker sind als die Treponema. Treponema hingegen sind viel enger, kleiner, feiner gewunden. Leptospira haben so eine Art, na, wie soll ich sagen, kleiderbügelartigen Umschlag am Ende ihres Körpers. Also, und meistens immer zur gleichen Richtung hin. Es gibt tausende Berichte, dass das alles auch ein bisschen, je nachdem, über welche Borrelienart wir jetzt genau sprechen, oder Treponema-Art oder Leptospira-Art, dann kann das auch variieren. Und Borrelia burgdorferi hat ein so großes Spektrum in ihrer Morphologie, solange sie alle ihre Plasmide besitzt, ihre Plasmid-DNA besitzt, solange sie die hat, das heißt, also solange sie die auch immer wieder benutzen muss, wenn man nämlich eine Kulturspirochäte hat, also oder beziehungsweise die Kultur Borrelia burgdorferi hat, dann schmeißt die ja ihre Gene nach so und so vielen Malen umsetzen in neues Medium heraus. Und wenn ich die Borrelia burgdorferi aber ab und zu wieder in eine Maus oder in ein Kaninchen hineinspritze, dann behält sie ihre DNA, weil sie ja dem Immunsystem entkommen muss und da sind viele Reize und sie braucht ja viele Möglichkeiten, sich zu verkapseln, sich zusammenzurollen, zu zerteilen und so weiter. Dann behält sie diese Gene und dann kann man die wieder aus einer Maus oder aus einem Kaninchen rausnehmen und dann behält sie das alles und dann ist sie auch in diesem Riesenspektrum drin. Wenn wir aber Borrelia burgdorferi lange Zeit in einer Kultur halten, immer wieder überimpfen, wenn das Kulturmedium alt wurde, nehmen wir sie raus. Aber dann verändert sie ihre Morphologie und wird dann immer, immer gleichmäßiger, immer wieder träger. Es gibt einen Grund, warum bestimmte Bakterien akute Infektionserkrankungen auslösen und warum andere Bakterien zu chronischen Verläufen neigen. Und das hat etwas damit zu tun, wie das Immunsystem, wie die Immunzellen ein Bakterium auflösen können, also verdauen können. Die haben ja Verdauungssäfte in ihrem Leib. Und hier als Beispiel dieses Tuberkelbacillus. Das Tuberkelbacillus, Kochscher Bacillus, teilweise auch genannt, weil Robert Koch ihn entdeckt hatte, dieser hat eine fettähnliche Schicht um sich herum. Und genau dasselbe finden wir auch bei der Lepra. Die sind ja auch verwandt, Tuberkelbacillus und Lepra sind beides ja Mykobakterien. Und dann haben wir auch noch die Borrelia burgdorferi, wo wir wissen, ich glaube 27%, je nach, allerdings ein bisschen nach Stamm unterschiedlich, aber Borrelia burgdorferi sensu stricto, 27% ihrer Trockenmasse ist fettreich.
Und das heißt, wir können die nicht einfach mal auflösen als neutrophiler Granulozyt, weil der hat diese Proteasen, also ein Enzym, was gerne Eiweiß spalten will. Und Eiweißspaltung bei Fett funktioniert eben nicht und deswegen überlebt ein Bakterium eben viel besser. Bei der Tuberkulose wissen wir, dass ja zu dieser Zeit oder im Grunde genommen auch Jahrhundertwende, das war ja eine sehr, sehr langwierige Sache, jetzt überhaupt innerhalb der Menschheit, aber auch wenn man das natürlich selbst hatte, dann waren 3 bis 7 Jahre mit dieser Krankheit keine Seltenheit. Und wenn man ganz geschwächt war, ist man auch dran gestorben. Und wir brauchen also fettspaltende Enzyme im Blut, um überhaupt Borrelia burgdorferi auflösen zu können. Und darauf basiert auch der Wassermann-Test. Der Wassermann-Test ist ja entwickelt worden, um leichter die Syphilis zu finden im Blut, weil Labortests eben einfacher sind mal eben. Also man nimmt Blut, man gibt ein Medium zu und anhand von Farbreaktion oder Klümpchenbildung oder so und so weiter, weiter, weiter. Da gibt es ja viele Ideen, Komplementbildungen, sagt man dann auch, ne? Diese Klümpchen, die sich bilden und nach unten fallen. Da gibt es jedenfalls, das ist jedenfalls einfacher, als wenn ich mit dem Mikroskop immer mich auf die Suche nach Bakterien begebe. Und da muss ich suchen und suchen eventuell, weil ich habe vielleicht gar nicht genau den weiß, in welchem Gewebe sitzt denn das Bakterium. Bei dem Tuberkelbacillus ist es ja auch so, dass die Tuberkel, da sind ja eigentlich keine Tuberkelbazillen mehr drin, weil das Tuberkel an sich ja aus einer Masse von Lymphozyten besteht. So, also wenn ich in das Tuberkel hineinschneide, da ist erstmal nichts. Also muss ich mir erstmal anderes Gewebe suchen. So, und da sind natürlich einfache Bluttests. Man nimmt dem Patienten Blut ab, man gibt was dazu und man guckt mal. Ist natürlich schön. Und da wurde halt dieser Wassermann-Test entwickelt. Nachweis für die Syphilis. Weil der geguckt hat, wie viel Fettspaltungsfähigkeit habe ich überhaupt im Blut. Und dann weiß ich, wenn der Körper sehr viel Fett spalten will im Blut, dann muss die Syphilis anwesend sein. Aber falsch positive Ergebnisse entstehen halt auch, wenn das Tuberkelbacillus dabei ist oder das Bacillus für die Lepra, weil die auch wieder fett ummantelt sind. Also ich fasse nochmal zusammen. Gerne die Spirocheten sind je nach Art mehr oder weniger fettig und die Tuberkelbazillen und die Lepra. Also beide also die ganze Mykobakteriengruppe im Grunde. Und dieser Wassermann-Test ist mittlerweile auch nicht mehr, glaube ich, auf dem Markt und so. Da gibt es heute auch wieder alles über Antikörpertests. Aber da sieht man, alleine schon an diesem Wassermann-Test sieht man, es gibt Bakterien, die reagieren anders und sind einfach auch eine ganz andere Klasse oder eine andere Nummer als jetzt Streptokokken, Staphylokokken. Diese typischen akuten eiternden Bakterien. Eiternde Bakterien ist ja immer, neutrophile Granulozyten sind matschig. Also anders ausgedrückt. Wir haben eine Mandelinfektion mit Streptokokken, Staphylokokken, irgendwas davon. Und dann kommen die neutrophilen Granulozyten, fressen, fressen, fressen. Und es entsteht Eiter, weil die Bakterien, Verdauung einfach den neutrophilen Granulozyten getötet hat letzten Endes. Und die müssen dann ja auch wieder weggeräumt werden. Dann kommen die nächsten neutrophilen Granulozyten, um die alten toten Granulozyten wegzufressen. Und dann haben wir einfach eine gewisse Eiweißmenge bzw. Eitermenge. Und der Körper reagiert dann teilweise mit Fieber und vor allen Dingen mit einem Zytokinsturm, weil ja wiederum diese ganzen Immunzellen Mayday, Mayday rufen und dann kommen die alle angelaufen. Ja, das gibt es bei der Borreliose ja auch mit Fieberschüben und so weiter, ist aber nicht unbedingt immer da. Es kommt immer ein bisschen auf die Beschaffenheit der Außenstoffe. Neunter Teil dieses Seminars. Okay. Also, jetzt machen wir nochmal Dinge, die man beobachten sollte bei der Dunkelfeldmikroskopie. Wir nehmen ja kapillares Blut, also Blut aus dem Finger. Und das hat Vorteile.
Und zwar, das kapillare Blut ist das Blut, welches von einem Stechinsekt aufgenommen wird. Ja, also alle Insekten, alle Krabbelfiecher, die hämophagisch sind, also blutessend sind, die nehmen eben ja auch die Bakterien und Produktion wieder auf. Also die Borrelien, aber auch natürlich die ganzen Kuhinfektionen. Machen wir es mal ein bisschen breiter. Also auch die ganzen Kuhinfektionen oder auch diese ganzen Tropenkrankheiten, die wir so kennen, Malaria und so, die gehen eben wieder in dieses Insekt hinein. Und genauso wie sie auf dem Weg theoretisch ja ins Insekt geht, können wir auch diesen Weg nutzen auf unseren Objektträger. Okay. Und ganz wichtig dabei, wir benötigen Blutröhrchen, die nicht irgendwie EDTA oder Heparin oder sowas. Sowas darf da nicht drin sein. EDTA verhindert absolut, dass wir wirklich vernünftig Borrelien sehen können. Und auch Heparin und solche Stabilisatoren, da werden ja auch die pH-Werte stabil gehalten. Aber wir haben halt auch dadurch, wir brauchen ein bisschen das Blut zum Beobachten in einer lebendigen Form und eben nicht in einer Lösung aus Konservierungsstoffen, sage ich es mal. Ja? Okay, gut. Ich habe Bukovitan entwickelt. Und zwar deshalb, weil ich ja aus der Tiermedizin ein bisschen stamme. Und aus diesem Bereich habe ich praktisch dann diese Nährlösung genommen und habe Experimente gemacht. Und über die ganzen Jahre hat das ziemlich gut funktioniert. Diese Nährlösung ist logischerweise steril. Wir wollen ja keine. Also natürlich sind da keine anderen Bakterien drin, aber wir saugen da zum Beispiel das Blut rein. Wir können aber auch überall Proben nehmen. Wenn wir zum Beispiel im Pferdestall sind, können wir Blut natürlich hineinsaugen in die Bukovitanröhrchen, aber auch die Speichelsekrete und wir können ein bisschen Stuhl auch mal reintun, wobei Stuhlproben sehr schwierig sind bei der Diagnostik, mikroskopisch. Ja, das ist einfach, Nahrungsmittel sind da so viel drin. Das ist schwierig, gehen tut's schon, aber generell ist eine Stuhluntersuchung kompliziert. Also, aber wo es echt gut für funktioniert, sind die ganzen Urinuntersuchungen, auch Gelenkspunktate, Schilddrüsenpunktate, Liquoruntersuchungen. Das mache ich alles mit meiner Bukovitan-Nährlösung. Wenn ich mal eben schnell und das Mikroskop gucken möchte und irgendwas gucke in meinem Blut, mal eben schnell mache ich eine Nativabnahme. Also nativ, ganz normales Blut ohne Zusätze. Zack, mache ich. Schöner dünner Ausstrich, kann ich schön gucken. Einerseits. Wenn ich jetzt aber durch dieses Ausziehen des Blutstropfen schädige ich ja die Membran der roten Blutkörperchen potenziell. Also, und das passiert ja auch. Diese ganzen Bärentatzenformen und so, die findet man gar nicht in Bukovitan-Nährlösung. Da finden wir die normalen hämatologischen morphologischen Unterscheidungen. Natürlich sehen wir ein Akanthozyt, ein Echinozyt, natürlich sehen wir ein Stomatozyt und so weiter. Und so weiter. Aber natürlich nicht Formen, die dadurch entstehen, weil wir es mechanisch kaputt gemacht haben, das Blut. Also wir schützen ein bisschen durch die Nährlösung den Blutausstrich. Ja, das ist der. Das sind, also es gibt mehrere Vorteile. Noch ein Vorteil ist, dass man es eben versenden kann, das Blut. Aber diese Probenentnahme in einem Stall oder bei einem Patienten zu Hause oder, das könnt ihr halt auch machen, ihr als Therapeuten, Heilpraktiker, Ärzte. Ja, das geht wunderbar. Ja, und es eignet sich eben nicht nur für den Nachweis von Spirochäten, sondern auch. Diese ganzen Koinfektionen kann man wunderschön sehen in der Nährlösung, weil ihr eben die roten Blutkörperchen alle einzeln habt. Den roten Blutkörperchen geht es gut. Ich sage ja, die Membran ist nicht geschädigt. Und dann können wir gucken, haben wir Bartonellen, haben wir Babesien, haben wir Ehrlichien. Ja, Anaplasma und so weiter. Dann ist immer noch der Punkt mit den Pilzen. Jeder von uns weiß ja, es gibt Hautpilze. Jeder von uns weiß, es gibt Nagelpilze. So, also wenn ich jetzt Blut aus dem Finger nehme, dann kann natürlich immer mal eine Pilzspore von meinem Nagelpilz, wenn ich einen habe, mit reinkommen. Oder auch in der Natur, überall fliegen ja Pilzsporen, Pflanzenpollen, alles mit herum. Und es macht im Grunde genommen dann Sinn, nach Pilzen zu suchen, wenn man das Gefühl hat, der Patient hat
mit Pilzen Probleme. Das können Hautpilze sein, das können aber auch im Gesamtverdauungstrakt, was ja auch ein Teil der Haut ist, nur eher Schleimhäute halt, verschiedene Formen der Haut, aber das ist ja die innere Hautauskleidung praktisch, die dann zum Beispiel auch geschädigt werden kann von Pilzen. Haben wir also überall in unserem Körper Probleme mit Pilzen, kann das immer auch in der Blutprobe landen. Dann ist es so, dass Candida-Pilze sich auch aufmachen. Die sind ja, die Sporen von Candida-Pilzen sind genauso groß wie rote Blutkörperchen oder ähnlich. Also wenig, vielleicht mal ein Mikrometer mehr, aber das ist nicht viel. Und die können eben genauso überall mit durchsausen, genau wie ein rotes Blutkörperchen. Und deshalb kann es auch mal sein, dass man Pilze im Blut findet. Es ist natürlich schwierig. Meistens, wenn man jetzt in die normale Literatur gucken würde, würde man natürlich lesen, dann hat der Patient HIV. Aber wir haben so viele Sachen heute, die das Immunsystem schädigen. Wir haben eben nicht nur HIV. Wir haben die ganzen Schwermetalle, die ganzen Pestizide. Wir haben Tschernobyl, wir haben Fukushima und wir haben die Anaplasmose. Und all das lähmt auch das Immunsystem. Auch all das blockiert uns das Immunsystem. Und dann gibt es noch Mikrofilarien. Kann man mal googeln, Mikrofilaria, Blattschmier oder Mikrofilaria in Blatt und so weiter. Mikrofilarien sind kleine Würmer, also Wurmnachwuchs. Und dieser Wurmnachwuchs, der blockiert auch das Immunsystem. Würmer generell wollen auch nicht gefressen werden vom Immunsystem, genau wie alle anderen Dinge, die sich eben ausbreiten. Das ist alles ein Wechselspiel in unserem Körper. Es ist alles Bio, es ist alles wie in einem Teich. Oder wir können einen sumpfigen Körper haben und wir können auch einen kristallklaren See haben als Körper. Und genauso da gibt es halt ungebetene Gäste, die sich besser ausbreiten können und andere in anderen Teichen, da können wir das Wasser trinken und es ist alles frisch und schön. Und wir können halt in einem sumpfigen, modderigen Wasser, das schon stinkt und so, da können wir natürlich, wenn wir das trinken, kann es sein, dass wir krank werden. Das liegt eben daran, dass da dann pathogene Keime sind. Und pathogene Keime sind meistens so Keime, die eben auch so ausgasen mit Schwefel-Wasserstoffverbindungen. Gut. Und diese Würmer nutzen das natürlich genauso. Die nutzen jede Schwächung des Organismus mit aus und schwächen auch nochmal eigenständig zusätzlich. Und alle Erkrankungen, die früher in tropenmedizinischen Büchern beschrieben worden sind, sind heute alle mittlerweile in Deutschland. Wie viele Leute haben denn alleine die Malaria mitgebracht aus dem Urlaub? Da gibt es doch viele. Klar behandelt man die, klar. Aber trotzdem, das Potenzial ist immer dann da. Als wenn erstmal einer mit Malaria nach Deutschland kommt, braucht nur die passende Mücke kommen. Und wir haben in Deutschland genug Mücken, die das übertragen können. Jetzt nicht massenhaft, aber es gibt einige Anopheles-Mücken in Deutschland. Die übertragen uns zum Beispiel die Malaria. Und genauso, wenn wir wissen, in den Tropen werden die Mikrofilarien, diese Loa Loa, Flussblindheit und so weiter, Elefantiasis, diese ganzen Erkrankungen, die über Mücken übertragen werden, wenn wir die wieder, genau wie bei der Malariaform, wenn wir die mit nach Deutschland nehmen, kommt einfach das passende Insekt, trinkt an uns und trinkt am nächsten und hat übertragen. Das ist ein ganz normaler Weg. Das ist auch wieder eine ganz normale Logik, Biologie. Und da können wir eigentlich nur eine Sache tun. Wir wohnen ja nicht in einem Reinraum eben. Wir müssen jeden Tag dafür sorgen, dass unser Immunsystem funktioniert. Wie wir das machen, erzähle ich am Ende. Okay. Hier mal ein Beispiel. Das ist jetzt zum Beispiel ein Foto, welches mit Bukovitan gemacht worden ist. Hier sieht man also vier rote Blutkörperchen. Das obere hat versucht, leicht einzutrocknen. Und die beiden mittleren sind fast noch kugelrund. Und auf dem untersten, da sieht man typische Bartonella-Tüpfel. Und es ist nicht Hänseli. Hänseli wäre ein Tuck kleiner. Hänseli ist meistens mehr so, wie wenn man sich eine Erdbeere vorstellt mit so kleinen Tüpfeln drauf. Ach Quatsch, ich wollte sagen Nüsschen drauf. Also eine Erdbeere hat doch so Mini-Mini-Nüsschen und so sieht meistens Bartonella Hänseli aus. Also grundsätzlich kann man immer sagen, Bartonellen, wenn man da so Tüpfel findet. Man muss aber auch
Und deswegen schreibe ich ja auch die Bücher. Man muss aber auch natürlich das mit den normalen klassischen morphologischen Veränderungen abgleichen können. Aber umso mehr Tüpfel auf einem roten Blutkörperchen sind, umso mehr geht die Tendenz sowieso zur Bartonelle. So, im nächsten Teil machen wir dann noch die Fallbeispiele.